like a bass guitar. Simmer down and mess me up. Dripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drumming round and going right for it. Shivers down my spinal cord. Schönen guten Nachmittag, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Motorfest. Einen wunderschönen guten Nachmittag. So, willst du nochmal richten? So, jetzt da. So, ich hoffe, euch geht's gut. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's soweit ganz gut. Kann mich nicht beschweren. Stimme ist jetzt auch so langsam wieder am Start. Ich würde mal sagen, wir legen los. Und dann schauen wir mal, was der neue Sound bringt. So, Sound gibt es natürlich auch auf die Ohren. Also, dann holen wir erstmal unsere Preise ab von dem Ganzen. Und dann sehen wir mal weiter. Mal, was das Ganze hier wird. Oh, oh. Der neue Summit ist gestartet. So, erstmal. Okay. Mal gucken, was mein Auto für Plätzchen gemacht hat. Naja, 6 ist doch okay. Dann sammeln wir doch die Belohnung ab. Ich habe Gold geholt. Das ist doch okay. Hatte zwar kein Reifenqualm, aber naja. Dafür Teile, XP, Teile. So. Sollen wir mal eine neue Playlist auf? Nee, will ich jetzt noch nicht. Will ich jetzt noch nicht, Lady, will ich jetzt noch nicht. So, dann holen wir uns erstmal die Show haben wir abgeholt. Dann holen wir uns da. Das sollte mal, wenn es gut läuft. Oh, ich habe nur Brause. Dann bin ich doch noch runtergerutscht. Um 384, Leute. Naja. Dann ist das halt so. Ich habe auch ein Auto zu wenig gehabt. So, wir haben jetzt vom 13. bis zum 6 Tage quasi haben wir aktiver Modifikator in dieser Woche, Gymkhana. Vollführe mehrere Freestyle Action hintereinander, um Gymkhana Aufzeige aufzufüllen. Durch das Auffüllen der Anzeige steigerst du deine Stufe Etappe für Etappe. Je mehr Etappen du absolvierst, desto mehr extra Bugs enthältst du. Ja, also.
Wir müssen Rallye fahren, okay. Welche Autos brauchen wir denn? 5000, das ist klar, wenn wir es absolvieren. Welche, oh, alt, da bin ich nicht ein. Sorry, da muss ich hin. Welche Fahrzeuge brauchen wir diesmal? Ein Camaro? Einen Ford? Was ist das denn für ein Auto? Okay. Ach, Mazda 3, okay. Mazda 3. Insgesamt haben wir 354.000. Da geht im Augenblick nicht viel. Also wir fahren jetzt trotzdem mal weiter. Na, empfohlen, ja. Natürlich ist der empfohlen. Es ist ganz klar, würde ich mir auch ganz holen. Jetzt fahren wir mal erstmal und scheffeln erstmal ein bisschen Geld, weil da müssen wir ja auch noch weiterkommen. Da sind wir auf Stufe 2, 3 und 2, bevor es dann zu den legendären Punkten rübergeht. So, damit. Na, und dann gehen wir doch mal rein und dann schauen wir mal. Mit einem Rallye-Auto. Nehmen wir unser Södrenchen, Södren. Haben wir die meiste Qualität drin. 600. Da kriegen wir auf jeden Fall was Besseres raus. Wir machen das weg, das weg. Sind wir schon weg? Da sind wir auch noch in der Spitze, da auch noch nicht. So, wir nehmen jetzt mal alles raus, was wir hier an besten Material kriegen wird, ne? Und dann setzen wir das natürlich bei unserem Zedrön ein. Yo! Wieso, wie gucke ich denn? Ich gucke wie immer. Ich gucke wie immer, mein Freund. So. Wieso kriege ich da nicht meine... Verstehe ich nicht. Ich habe doch da hinten auch noch ein goldenes Teil drin gehabt. Warum kriege ich das nicht? Und das muss mir doch mal einer erklären. Ja, ja, Nugget. Ich gebe dir gleich Nugget. Ich gehe da direkt in den Lurk. Ja, ja, alles gut. Da, warum bekomme ich keine... Das ist doch alles der gleiche Rotz. Aber manchmal muss ich dieses Spiel echt nicht verstehen. Wir setzen jetzt mal alles. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz fit. Erkältung ist immer noch da. Also, schauen wir mal, was da einfach geht. Mit dem Rallye-Auto. So, auf geht's zum Summit. Erstmal voll verschaut. Oh, nicht schlecht. Alter! Was geht hier ab, ey? Jetzt
zuschauen, dass ich hier mal. Alter. Er fährt ja auch kreuz und quer. Alter, das ist ja. Ich glaube, das muss ich da nochmal fahren. Wir haben zwar drei Runden, aber. Ja. Ja, die sind schon weg. So, Runde 1, 9 Sekunden Rückstand. Das ist nicht gut. Ja, das muss ich wahrscheinlich eh nochmal machen. Kommen wir nicht ran. Sekunden. Junge, wie fahren denn die davon? Am Auto liegt es nicht gerade. Ein zweiter, warum bin ich zweiter? Das ist der erste. War nach vorne zu dritt. Dreizehn Sekunden Rückstand. Es geht definitiv schneller, das wissen wir ja. Lassen wir es aber erst einmal. Kommen wir ja dann noch dazu. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Teile noch dazu bekommen. Da können wir dann gleich mal schauen. Was wir da gleich verbessern können. Verstehe es nicht. Da kriegst du zweimal das gleiche Teil in Gold. Warum? Warum? Das muss mir doch echt mal einer erklären. Ich kann packen, wir sind. So, Eule! Hey, das gerade hat mich. Warte, da ist jemand online. Ah, da ist er wieder. Morsche, das Trooper, einen wunderschönen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ah, wenn ihr schon da seid, kann ich meine Kamera da mal verstellen. Das ist gut. Weil ich immer ein Problem habe mit meiner blöden Cam. Na, halt mal auch mal. Servus, dann weiß ich nämlich, wie weit ich rauf muss. Na, ich hoffe, euch geht's gut. Na. Ich glaube, man kann es, glaube ich, so lassen. Müssen wir sie jetzt noch ein bisschen drehen. Vertikal. Ja, genau. Vertikal. Hallo. Ich schaue von oben runter. So. Immer das gleiche. Also ich würde ja gerne mal meine Kamera echt einmal so einstellen wollen, dass ich eine Kamera für das Spiel habe, eine Kamera für das Spiel habe. Aber irgendwie.
weiß ich nicht, mag das Spiel mich irgendwie nicht. Na? Also hoffentlich euch geht's gut. Musst du mal. Ja, genau, richtig. Das ist der Sehtest. Das ist der Sehtest, sozusagen. Unser Validierer schauen muss nämlich da auch wieder hin. Das ist nämlich, was schon. Ja. So soll es nämlich sein. Ne? Den Antik. Sonst, was gibt's Neues bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt können wir weitermachen. Na, beim Sammeln. Ach du Scheibengleiste. Boah, Tier 1. Bei meinem Zustand ist das vielleicht sogar normal. Wieso ist immer noch nicht besser oder was? Was hat der Arzt gesprochen jetzt? Was gibt's dann quasi Neues? Na, Steve, was gibt's Neues? Erzähl uns das. So, Nummer 2. Ja, die Stadt ist mal verpennt. Und dann passt es doch noch nicht. Hab's gewusst. Aber ist doch auch gut so. So. Hier schon oben. So. Jetzt müsste es doch passen. Also. Jedes Mal das Gleiche. Ich war noch krank, andere Pillen und jetzt mal sehen. Ich bin halt immer noch total müde. Tagsüber. Ja, gut, das ist auch das Wetter bedingt zusätzlich noch zu dem Ganzen. Ne? Kennt ihr ja von mir. Ja, bei mir ist morgen auch wieder Krankenhaus angesagt. Mal schauen, was rauskommt. Machen wir einen Neustart. Na? Aber dazu, dass die Cam ein bisschen so weit unten ist. Ja, das quält mir nicht. Bitte schreibt noch mal was, weil ich glaube, ich muss die Kamera noch ein bisschen weiter aufsetzen. Tut mir leid, lieber Chat, aber immer das Gleiche mit dem Spiel hier, egal welches. Da muss ich mal meine Kamera verschieben und jetzt mache ich mir langsam mal Stichpunkte, wo ich die hinsetzen muss. So. Na, weil nervt mich langsam. Immer das Gleiche jedes Mal mit der Kamera verschieben. Und es macht keinen Spaß auf Dauer. Wenn man echt so Punkte setzen, wo sie denn hinsetzt, ey. Ne? Schiebung, ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. So, kann man weiterspielen? Jetzt kann man weiterspielen. Ei, au, 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 au. Oh.
Ist eigentlich der neue PC schon gekommen? Steve? Jo. Schon eingerichtet oder nur erst gekommen? Irgendwie ist der Fokus hier ein wenig rutschig. Die Kanne, die hebelst du halt echt immer aus, ne? Was hast du dann für einen Bildschirm dazu? Auf den Chat schauen und fahren ist manchmal nicht unbedingt so gut. Ah, ich warte noch auf dich. Ah, ich warte noch. War eine PC-Erweiterungskarte für eine zweite. Okay, Ort hat einen Steckplatz. Okay, Bildschirm, Ruhe. Okay. Naja. 109 Punkte ist für den Anfang erstmal okay. Weltweit bin ich jetzt im Augenblick 3999. Geht natürlich auch schnell, aber erstmal über 100.000 Punkte. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir den Camaro. Dann brauchen wir hier ein Tier 1 Sub. Quasi ein Tier 1 Sub. Da. Ja. Ach, der Audi wäre auch noch nicht gewesen. Warum fahre ich nicht eigentlich unseren Audi? Habe ich nicht so weit geschaut? Ansonsten bin ich aber zufrieden. Ist besser wie der Laptop? Sekunden von 0 auf 100. 3,4. 190. Das ist die Frage. 4 Sekunden. Da auf jeden Fall deutlich leiser. Okay. Jetzt da alles drin? Alles? Okay. Mhm. Rein hast du für. Ja, ist doch gut. Das ist schön. Und wenn du zufrieden bist, dann ist es doch das Wichtigste. Bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Übersteuere ich der i5 12. Generationen? Ich habe auch ein i5 12. Generation. Habe ich auch. Ein 12600er. Aber noch die Grafikkarte ist halt noch einfach zu klein. Die kommt dann irgendwann. Ja, dann bleibt mal bei dem. Das hilft ja alles nichts. 720 PS. 21 Meter, 19 Meter.
19,7. Ja, also wenn die Tonlage nicht gut ist, bei mir ist es da 12.600. Warte mal. Schauen wir schnell ins System rein. Informationen. i5 12.600 mit 16 Kernen und 3.700 MHz. Das ist meine. Tom passt, alles klar, danke. Könnte ich noch ein bisschen tiefer oder muss ich wegen in die Höhen? Ich brauche immer so eine Referenz, weil ich bin im Augenblick, persönlich bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Ganzen. Na? Ja, dann nehmen wir den halt weiter. Und 12 Kanne und jetzt 2. Ah, okay. So. Oh, lass mal den Papa davor. Den wollen wir natürlich auch haben. Den F100. 35 rum. Hey! War das jetzt nicht gemacht? Ey, der macht echt die Tür zu. Ah! Notfall. Das ist hier der Apfel. Aber, ja, das stimmt. Kannst auch zur Not Kirschen essen. Ich glaube, ich baue das dann alles nochmal in mein Audio um. Und schaue mir das Ganze in meinem Audio nochmal an. Weil ich glaube, das ist entspannter zu fahren. In meinem Audi zu fahren, weil der. Er ist gut, der Fokus, aber irgendwie ist der wenig mag der wenig in alle Ecken mag der wenig. Ich sehe nichts. Ich wollte was ausprobieren, aber auch wieder schief gegangen. Das muss ich echt mit dem Audi nochmal fahren. Ach du Scheibengleis, ne? Der ist ja so unruhig. Das liegt auch an meinem Fahrstil.
das ist auf Drifty ausgelegt. Aua. Ja, 104.000, immerhin etwas, aber... Oh, Stufe 4. Sehr gut. XP-Bonus erreicht. Das ist auch gut. Jetzt fahren wir das Ganze aber nochmal. Und ich fahre es mit dem Auto. Ja, ja, alles gut. So. Jetzt habe ich da alles drin gehabt, was ich hier in meinem Focus auch drin gehabt hat. Aber. Was man Allradler hier kann. Überzeugend ist ja natürlich schon mal der Sound. Warum bremst denn du, Erwin? Alter, was ist denn hier los? Boah, da ist die Lenkung viel zu weich. Ich glaube, ich muss die Lenkung ein bisschen härter stellen. Erstmal vorbeischlingen. Ja, er lässt sich auf jeden Fall angenehmer fahren wie Fokus, weil die Gymkhana Glückspunkte, ja, okay, das ist... Hab man es braucht. Hast du Checkpoint verpasst? Versuchen wir das nochmal. Ja, wo denn? Wo? Ey, das ist doch es ist echt nervig. Also, sind wir mal ganz ehrlich. Da habe ich den Checkpoint verpasst und will doch nur kurz zurück. Der schmeißt sich 8 Sekunden zurück. Thank you.
Boah. Da bin ich doch vorhin auch schon hängen geblieben. Ah, das wird definitiv keine bessere Zeit werden, wie vom Fokus. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil durch der Line durch zurückspulen. Oh wei. Ach, das wird schon. Mit Vision einen wunderschönen. Wünsche ich dir. Sieg dir im Augenblick nur an dem Fahrer. Und an den Einstellungen. Was der Fahrer hier betreibt. Es kann sein, dass ich die ganzen Punkte nochmal neu machen muss. Gleichfalls. Danke. Sonst geht's gut. Ja, ja, logisch. Klar, jetzt immer nur ein Fahrer. 451. Bin deutlich langsamer. Ja, man merkt. 90 Punkte. 23 Sekunden bin ich langsamer. Es hat ja was mit Drift zu tun. Das heißt ja, wir müssen 5 Legendenpunkte. Wir setzen jetzt alles zurück. Verzieh. Driften. In Schatten. Wir machen auf den Highspawn. Verzieh bei Drift. Passierende Prüfung haben wir schon. Es geht jetzt nur darum, das möglichst Beste rauszuholen. Das ist jetzt die Frage, ob jetzt der Quattro der Bessere ist. Also er liegt besser in der Hand. Qualität, Drift bei Nitro. Drifting. Es hat wieder so lieb zu deiner, Freunde. Wir brauchen EP-Punkte. Oder? Brauchen wir EP-Punkte? Was haben wir denn für Punkte? 4 haben wir noch übrig, Freunde. 4 haben wir noch. Sollen wir mal eine neue Playlist auf... Nein, ich will keine neue Playlist. Geh mir nicht auf die. Allerwertesten. So, was brauchen wir denn? Wir haben XP-Punkte, oder? Und das sind XP-Punkte? Was sind das normale Punkte? Heißi, wie geht's dir denn? Na, ich hoffe, dir geht es gut. Machen wir sie da hin. So. Sollen wir mal eine neue Playlist ausprobieren? Kira. Ich weiß schon allein, was ich hier tue. So, jetzt machen wir erstmal hier Belohnung, weil damals Level 4 erreicht. Wow, ich bekomme einen Hooligan-Shirt. Das ist so geil.
Kämpfe. Ja, ich bin ein Kämpfer. So, und jetzt brauchen wir dann nur noch hier Stufe 4 und da. Und dann gehen wir zu den Legendären. Da haben wir jetzt im Augenblick schon 27.000 Punkte. Und geht vorwärts auf jeden Fall. So, dann machen wir den nächsten Summit. Drift. Quasi ist auch. Ja. Wo ist denn hier? Da ist mein Kleiner. 700. Gucken wir mal, ob hier irgendwo noch was. Da sind auch 700 Teile drin. Raus damit. Raus. Aus mit die Viecher hier. Aus dem Auto. Wir müssen das alles in unser Drift-Auto packen. Überall, wo ich was... Weg damit. Ja. Alles raus hier. Oh. Jetzt noch einmal. So, bin noch da. Ja, alles gut. Wir haben mittlerweile Gesellschaft. Wir haben mittlerweile Gesellschaft an Mad Vision und ein Kreis ist auch noch da. Die versüßen uns alle etwas den Nachmittag. So. Tschüss. Mal schauen, ob wir jetzt hier einfach mal irgendwann mal ein Stufe Auto hinbekommen. Das halt nicht so. Weil mittlerweile kannst du bei der Crew kannst du alle Teile ins andere Auto wechseln. Deswegen tue ich alles raus und mach ein Auto. Ja, die Stimme hörst du immer, ist immer noch leicht belegt. Das ist etwas nervig noch, aber es funktioniert soweit. Also es geht auf jeden Fall mittlerweile. Wieder. Heute ist wieder mal der erste Schritt zum Streamen. Einfach mal um zu gucken, wie weit die Stimme hält oder so. Aber es schaut ganz gut aus. So. Schon irgendwas gehabt? Was da irgendwie auf... Gott, wir haben kein... Jetzt lieber Chat, erzähl mir mal ganz ehrlich, da war doch gerade was... Na gut. Dann ist das so, dann machen wir mal weiter. So, jetzt geht's nämlich in die Driftphase rein. Und ich werde jetzt dann bald wieder einsteigen, Freunde. Und das ist leider eine Drohung. ich werde bald wieder selber ins Lenkrad greifen. Meinen Fuß ein bisschen belasten und so ein bisschen versuchen wieder zu fahren in GT7. Kreisi, bestell Miffy schöne Grüße bitte. Ja, das macht er bestimmt. So. Also, rein in den Hobel. Okay, dann Mäffi. Dann war's der Mäffi. Na, dann versuchen wir mal wieder so ein bisschen den Fuß auf Vordermann zu bringen, weil ist immer noch nicht gut. Feuer und Flamme. Ja, ist ja gut. Sagt er, es dürft, dabei ist es kein Drift. Noch ein normales Rennen.
Ach, Keule! Oh ja! Ein, au, aber. Das war nix. Das war zu eng. Liebe Kinder, so macht man's nicht. Das ist wirklich mein bestes Driftauto. Problem, es ist kein Drift. Ganz ehrlich. Ah, ja, 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 ja. Das ist ein ganz normales Rennen mit so ein paar schärferen Kurven, aber. Muss ja eigentlich mindestens Dritter werden. So, die Chance ergreifen wir jetzt. Jungs, lass mich halt einfach leben! Ah, oh, der war eigentlich schön, aber hilft mir alles nichts. Ah, sind wir leider nur Vierter. Erreiche Top 3. Das war nichts. Das war leider nichts, liebe Freunde. Null Punkte. Das ist sehr gut. Fahrzeug wählen. Jetzt bauen wir das Ganze. Ich habe eigentlich mal ein Setup gemacht oder mir ein Setup bekommen für ein Straßenfahrzeug. Schauen wir mal. Jo. Schau mal, ob das funktioniert. So, Feuer frei. So ein kleines Street. So ein kleines Street Setup für den Drifter. Weil, ganz ehrlich, was brauche ich hier an den Drifter? Ist eigentlich völlig für die Katze. Oh, zieh rum, zieh rum. Anschieben hier. Ja! Die Kurve ist so ätzend, ne? Egal wie die Kurve nimmst, ist alles nicht so toll. Aber das Spiel macht extrem viel Spaß. Wie gesagt, wirklich eine Kaufempfehlung, wenn mal einer von Gran Turismo mal die Schnauze voll hat vorübergehend, ne? Einfach nur mal fahren, Fun haben, Spaß haben, kann ich das Spiel wirklich nur empfehlen. War eigentlich auch nie so, dass der Crew-Freund, aber
Das Spiel macht Spaß. Sieht man ja auch an meine Stunden, was ich versenkt habe. Oh, 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 oh. Doch, der war nicht schlecht. Ja, war nicht. Sieht aber auch meine Stunden, was ich versenkt habe in dem Spiel. Egal wie schnell und langsam ich da neig ziehe. Ah, nicht unter 3 Minuten, schade. 3 Minuten 307. Je nach 80.000, da geht auf jeden Fall mehr. Aber den Anfang. Wir haben eine ganze Woche Zeit. Hat erst vor Anfang. Nur ein paar Teile. Was eigentlich völlig für den allerwertesten sind, sind wir mal ganz ehrlich, weil was will ich mit einem grünen Teil? Auch nicht. Ford Focus RX. Hm. Bestes Rallye-Auto. Das ist vertraulich. Ja, guck mal. Der Einmal lässt sich auf jeden Fall nicht schlecht fahren. Ja, yeah. Auf jeden Fall. Jungs. Alter. Die Steuerung, ne? Das ist so bescheuert mit dem Controller. Weil du hast einen Punkt. Da lenkt er nicht ein. Jupp. Und dann lenkt er wieder so viel ein. Dass du halt echt Probleme hast, teilweise das Auto unter Kontrolle zu bringen. Und das macht halt dann überhaupt keinen Spaß, ne? Ja, was denn? Warum? Also, es geht doch hier um den Top-Bereich, ne? Und der ist zu arg. Das heißt, ich habe keine direkte Lenkung. Vielleicht können die mir ja mal helfen da. Der Kais ist doch da so ein Profi mit. Mit Controller. Vielleicht hat er einen Tipp für mich. Das werden auch wieder 0 Punkte werden. Ist er mal einlenkt, ne? Katastrophe, ehrlich. Ja, wir können ja dann nochmal schauen, Kreisi, ob du da vielleicht einen Fehler entdeckst. Was ich hier habe, vielleicht.
Weißt du, wie ich das meine? Warte. Ich habe keine Ahnung, ich gucke halt in den Einstellungen, ob da Einstellungen was gibt. Ja, ja! Zumindest sind wir Dritter geworden, das ist ja schon mal 31.000 Punkte, das ist ja Witz. Schlechte Zeit, aber. Ah ja. Können wir machen. Ich guck gleich einmal, ob dir vielleicht was auffällt. So, wir gehen mal in die Einstellungen. Barrierefreie Steuerung. Steuerung. So, FX-Achse, Empfindlichkeit. Um das geht es ja im Endeffekt. Dass das Auto einfach indirekt ist. Sprich, ich lenke ein, es tut sich nichts und auf einmal kriegst du quasi den Pendler, dass jetzt gar nichts geht und dann. Ja. Das ist das Problem. Und ich glaube hier, dass es an den Achsen liegt. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht könnte es auch an der Lenkung liegen vom Druckpunkt her. Das weiß ich nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Weil der Druckbereich ist ja schon auf Null. Beeinflusst in der ersten Kurvenfahrt. Ja, ne? Na? Jetzt ist eben die Frage. Ob das beeinflusst, das Lenkverhalten, ob ich die dann quasi, na? Sprich. Stell das Höchste auf der Empfindlichkeit. Wie? Von wo? Wo soll ich einstellen? Von der Lenkung her? Vom Gas her? Vom Gas glaube ich nicht. Glaub eher von der Lenkung. Aber was, Kaisi? Bei der Lenkung hochdrehen. So. Das heißt hier, der höchste Wert ist jetzt 100. Das heißt so, 100 X-Achsen, Y-Achsen und bei der, im Höchstwert bei der Lenkung, richtig? Das ist immer die Frage, ne? Dann probier einfach mal aus, okay. Na gut, dann gucken wir mal. Eine neue Playlist wurde eröffnet. Wir fahren jetzt das Rennen ja nochmal. Und dann haben wir nämlich das gleich. Ob es besser ist oder eben halt einfach nicht. Haben wir ja den direkten Vergleich. Ob der Kaiser recht hat. Seht ihr, wenn die Punktezahl hier sich verdreifacht. Verfünffacht. Mal sieht's. Na, mal gucken. Haben wir jetzt noch was Besseres bekommen hier? Jo. Das können wir drauf machen und alles andere ist okay. So. Aber jetzt der Kübel jetzt eventuell komplett jetzt in die Prärie schießt oder ob man jetzt was besser sagt. Ich bin gespannt. Könnte vielleicht besser sein.
Ah, er hat immer noch teilweise, wenn ich hundertprozentig einlenke, dann zieht er halt komplett rum, ne? Alter. Ah, wenn er... Könnte besser sein wie vorher. Ja, Bremse ist aber noch nicht so toll. Kaisi, wir müssen nach der Bremse noch mal schauen. Ja. Haben wir an der Bremse eventuell auch noch was ändern können? Ja, ich glaube, es könnte schon besser sein. Zu weit links. Das wäre es wieder gewesen, wenn ich da am Stocken geblieben wäre. Die Zeit ist auf jeden Fall besser. Hat sich schon mal ausgezahlt. 53.000 ist jetzt nicht die Welt, aber ist besser als vorher. Hat schon mal was gebracht. So. Ja, 9 Sekunden vorher ist schon mal. Ist okay. Reise, wir brauchen vielleicht an der Bremse, müssen wir noch irgendwas drehen. An der Steuerung von der Bremse. Was hältst du davon? Was kann ich mir da noch verbessern? Wenn er noch da ist, der Kaisi. Wenn er das auch nicht so schlimm. Aber zumindest haben wir das hier jetzt auf jeden Fall schon mal etwas gelöst. Jetzt habe ich hier einen Höchstwert nur vom Gaspedal. Zack, 100%. Na? Das Einzige, was du machen kannst, ist ihn ja auf 100 zu machen. Bei der Bremse jetzt. Das heißt so jetzt. Richtig? Das heißt, wir haben eine smoothere Kurve. Jo. Gut. Werden wir weiter fokussieren. Ein neues Playlist-Erlebnis erwartet dich. No, oh, der Kaisi hat mir doch schon ein neues Playlist-Ergebnis. Neues Playlist-Erlebnis erfüllt. So, das ist jetzt natürlich jetzt für alle Sachen. So, jetzt haben wir die Sachen bis auf den Camaro. So, halt. Ja, jetzt weiterfahren. So, jetzt machen wir auf jeden Fall eine Flucht. Flucht ist immer gut, wenn wir schnell sind. Das heißt, schnelles Fahrzeug brauchen wir. Braucht immer etwas lang zum Nachladen. Den da, den RB 18. So ein bisschen Anlauf schadet nie. Thank you.
700 Meter müssen wir schaffen. Geh weg. Okay. Das heißt, wir dürfen nicht links um die Kurve, wir müssen geradeaus um die Kurve. Aber okay. Nein, wir fahren jetzt erst einmal, wir machen es erstmal weiter. Oder probieren wir es nochmal? Ah, wir probieren es noch einmal. Einmal können wir es noch. Einmal. Einmal können wir noch. Ich glaube, es ist aber andersrum besser. Ich glaube, wir fahren andersrum besser. Die Flucht, liebe Leute. Weil ich nicht so viel Kurven drin habe und kann einfach mehr ballern. Das war auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Ah, 72 Meter. Ist auf jeden Fall. Die andere Entscheidung ist auf jeden Fall besser. Ist auf jeden Fall. Kann ich mit leben erstmal. 500.000. Das ist auch gut. Slalom, da brauchen wir auch wieder unseren. Unseren. Ne, brauchen wir nicht. Das ist ein Rally Raid Auto. Ja, klar. Logisch. Ja. Bin ich auch drauf? Kannst du auch gerne dazu springen, wenn du willst. Ich bin im Streamer live. Nein, ich bin im Allgemeinen. Kannst du dazu kommen. So. Warum mag der jetzt nicht? Ach, einmal mit Profis, DC. Darum war's. Rally Ray. Das ist eigentlich wurscht. Moped. Da ist nix. Da ist nix. Das ist Motocross. Also, wir brauchen Rally Raid. Wenn es da so eng und dünn ist, dann würde ich bevorzugen zu 2,41. 4 Sekunden. 3,2. 2,9. Das heißt, wir probieren echtes Quad aus. Wir testen das Quad aus, liebe Freunde. Ob's was bringt, weiß ich nicht. Mal sehen. Na?
Alter. Da müssen wir hin. Weiß ich noch nicht. Das geht bestimmt besser. Das geht bestimmt besser. Wir bauen mal alles von da nach da ein. Und gucken wir mal. Ob das mit dem Moped anders ist? Ich glaube schon. Oh, shit. Ah, Mist. Muss ich nochmal fahren gleich? Bin zwar schneller von der Zeit her, aber langsamer. Weil ich es vergessen habe. Also das Tor. Aber es könnte schneller sein. Aber noch mehr. Da geht bestimmt noch mehr. Neustart. Fahrzeug wählen. Ja, es geht auf jeden Fall noch mehr. Also das ist mit Mobber Choice Beste. 218.000 Punkte ist okay. Jetzt sind wir nochmal auf der Flucht. Hm. Flucht ist immer... Könnte ja vielleicht die andere Seite besser sein. Ich weiß es nicht. Das war sehr gut. Super. Alles klar, Kumpel. Sehr gut. Freut mich. So, mal wegzufahren. Ah, war klar, dass wir das tun. Ach, komm, ey. Ach. Ist das nervig. Ist das nervig, ehrlich. War mal andersrum, weil ich glaube, andersrum ist einfacher.
ist auf jeden Fall besser. Da müssen wir hin. Eieiei, nein! Ah, schade. Wird auf jeden Fall besser. Ich hab nicht gewusst, ob ich jetzt rechts rum oder links rum muss. Da siehst du halt echt nichts, wo er kommt, ja. Gehabt. Ziel erfüllt auf jeden Fall. Und wir gehen nach links. Verpiss dich. Immerhin weiter. 54.000. Und ein Mad Vision ist da. Einen wunderschönen guten Abend bei mir auf Discord. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Hier dreht sich bei mir im Discord alles rund ums Gaming oder auch um den Games Talk. Dementsprechend, was Neues gibt, versuche ich euch hier immer zu posten in den News-Kanal oder beziehungsweise in den Games Talk. Heute gepostet, dass die E3 einfach jetzt tot ist. Die Macher der E3 oder die Organisatoren der E3 haben jetzt heute bestätigt, dass die E3 einfach tot ist, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn Ubisoft absagt, EA absagt, Nintendo absagt, Sony absagt oder sonst irgendwelche Publisher, Entwickler oder sonst irgendwas, keiner mehr und jeder sein eigenes Ding macht, dann funktioniert so eine Messe nicht mehr. Mal gucken, wie weit bei der Gamescom noch so ist. Wenn wir mal gucken, wie weit es bei der Gamescom ist. Wie weit sich das da noch entwickelt. Ja, dürft ihr gerne im Discord-Link. Dürft ihr da gerne wirklich mal draufschreiben. So, im Augenblick sind wir auf Rang 4997. Wir brauchen jetzt den Camaro SS. Ja, den Camaro SS. Den Supersportler. Das ist das gute Stück in der Drift Edition. In der Drift Edition natürlich. Ist klar, ja super. Den werden wir uns auch noch holen irgendwann. Vielleicht funktioniert er besser als mein RXX. Weiß jetzt noch, aber jetzt haben wir im Augenblick einen Blick. Sind wir bei einem Camaro. Einen Bumblebee werden wir uns besorgen. Kaufen. Natürlich in Gelb. Felgen. Joa. Schauen wir gleich mal die Modifikationen von diesem wunderschönen Fahrzeug. Tunen. Farbe bleibt, das ist ganz klar. Motorhaube. Naja. Okay. Big Block. Bum, 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 bum. Ja. Ist nicht meins. Stoßfänger. So, muss noch ein bisschen iRen fahren, wahrscheinlich iRacing oder so ein bisschen. Ach ja, Irbole versucht sich ATS, vielleicht kommst du auch mal da. Mal zum. Ja, schaue ich mir die Tage an. Wie gesagt, sobald ich im Rennsitz drin bin, mit Vision, können wir da mal drüber schnacken. Ne? Das ist Aldi Logo? Alter, nein. Oh, hat was? Jo. Viel Spaß dir noch. Na? Oh. Volle Bude mit Ladeluftkühler. Weiß ich nicht. Das vielleicht. Komplett. Oh, weiß ich nicht. Ah, könnte man. Regen haben wir ja gesagt, lassen wir.
Bremssattel. Einfach mal den Nummer. Ja, alles klar. Vielen Dank. Ja, kann man machen. Ah, schaut ein bisschen schlicht aus, okay. Oh, finde ich, macht's gut. Ah, könnte man auch machen. Ein Ducktail. Oh, wird ja immer schlimmer. Jetzt haben wir die Rohre. Ja, finde ich fast ein bisschen klein. Wenn du vier davon machst, wird's besser. Aber warum nicht die Größe vom Rohr links und rechts? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht ganz. Oh. Das machen wir. Das machen wir. Kostet uns nichts. So. Freundin ist noch nicht da. Wir machen mal in Schwarz. Alter, das braucht auch kein Mensch, oder? Sind wir mal ganz ehrlich, braucht doch auch kein Mensch. Erledigt. Irgendwas habe ich erledigt. Jo. Hör mal gucken, weil irgendwas haben wir bekommen. Gucken wir uns das doch mal an. Irgendeine Aktivität haben wir. Da haben wir was abgeschlossen durch die eine Tuning. Brüste, Reifen, Prestige bei einem Muscle Chaos. Bringen wir 18. 24. Nehmen wir doch mit. Eine neue Playlist wurde eröffnet. Oh. War da noch was? War da noch was? Nee, oder? Was war das denn? Ach, da oben. 50 Bucks geben wir noch. Die nehmen wir natürlich noch mit. Es ist ja das Hooligan. Neu. So. Das ist ja das. Schließe Gymkhana Grid Masters ab und präsentiere den Hooligan. Na? Es ist ja alles noch gesperrt. Herausforderung annehmen, weil ich brauche erstmal einen Hooligan. Ich brauche erstmal die Fahrzeuge, um hier weiter hier fortfahren zu machen. Aber wir fahren jetzt erstmal weiter unsere, genau, die Grid Masters. Halt, da bin ich nicht. Den Summit. Machen wir jetzt mal. So. Damit haben wir unseren Chef Roulette. Was hat er zu bieten? Nix. Ah, Gold. Nehmen wir. Komma 6 Sekunden. Wir werden sehen, lieber Chat. Ne? Was das so bringt. Ach, komm, fahr halt mit deinem Haufen. Den wir erstmal richtig am Lappen. Eieiei, ist ein Driftauto. Ja, ich mag's.
Also der Sound ist schon so gut. Schieben wir mal ein bisschen an. Drei Runden haben wir. War natürlich sehr, sehr unglücklich jetzt gerade. Ja, wenn er leicht auf den Drift rausgeht. Es wird aber auch mein letztes Rennen jetzt sein, erstmal. Weil dann ein Freundin kommt. Und wir dann quasi einen schönen Abend verbringen werden. Ja, lässt sich gut fahren, macht extrem viel Spaß mit dem Auto, muss ich sagen. Kommt sie denn vorbei? Ja, jetzt. Sehr gut. Was stimmt mit dir nicht? Au, 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 au. Bisschen Schub geben. Nur eine Runde haben wir noch. Aber zu schnell. Zu schnell. Zu schnell. Das Auto macht echt Spaß, macht aber auch der Sound aus von dem Auto. Das, dass wir ja noch nicht so viel haben bei dem Auto an Leistungspunkten, bin ich damit eigentlich schon zufrieden. Ah, jetzt kommen nämlich die Teile. Jetzt kommen nämlich die Teile dazu. Und das ist auch gut so. Das heißt, damit rein theoretisch könnten wir jetzt unseren Camaro
jetzt nicht upgraden, weil wir alle schon haben. Ist die Frage, ob ich dadurch mehr XP-Punkte bekomme. Jetzt ist auf XP mal. Das ist die Frage, ne? Ah, auf jeden Fall macht es hier unheimlich viel Spaß. 15 Punkte auf XP. Genau, da steht's ja. Und das lassen wir jetzt nochmal drin. Jetzt sind wir mal auf 2800. Und da geht, hier geht auf jeden Fall noch was, da geht noch was und hier auf jeden Fall auch. Na, also wenn ich da um die 80.000 jeweils packe, dann ist das schon ganz gut. Na? So, für den Shop, was brauchen wir denn denn für den? 540.000. Wenn ich jetzt einen Grand fahre, bringt's nix. Die Freundin kommt ja auch gleich. Steht ja auch schon Feier. Ja, wir fahren an Grand. Hey, kann. Eine neue Playlist wurde eröffnet. Ja, das ist richtig. Wurde eröffnet. Also, wo ich denn? Ich will zu Extravertis. Da sind wir jetzt noch nicht weiter, aber wir fahren. Da sind wir jetzt schon bei 74.000, das ist gut. Wir fahren jetzt noch den Grand. Noch mal ein neues Auto her. Okay, was brauchen wir denn für ein Fahrzeug? Wir brauchen einen Red Bull. Unseren Lambo und natürlich unseren Bugatti, liebe Freunde. So, einen Grand zum Abschluss, Position 23, Nitro zu 55% gefüllt. Alright. Alter, was ist denn das da? Hektische Anfangsphase. So. Beim Formel 1 Auto ist immer das Problem, wenn du wirklich von der Strecke abkommst, hast ein richtiges Problem. Der dreht sich sofort ein durch die Slickreifen. Deswegen sollte man eigentlich wirklich. Ach komm ey, warum? Warum immer vorwärts? Fahr doch rückwärts, Mann, erst, Alter. Ich verstehe es halt nicht mehr.
Sorry. Ja, gerade du in dem Rum. Deswegen lieber mal bremsen. Warum denn? Du siehst doch, dass ich innen bin. Sorry, sorry, Digga. Etwa keine Absicht, wenn du mal ins Film schaust. Sorry, Brudi. Ja, es ist, Alter, die brauchen so ewig, bis sie die auswechseln, ey. Ohne Scheiß. Okay. Dass der mit seiner Drifterei wirklich so schnell ist, verstehe ich nicht. Kommt mir gerade so vor, als würde mein Lambo einfach 20 PS weniger haben als sonst. Die konnte, mein Freund. Aber sind wir beide nach vorne gekommen. Ah, zu weit. Aber geht noch. Geht noch. Sorry, Brudi. Ja, ab durch die Mitte, mein Freund. Ui, 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 ein bisschen. Auf einmal alle oder was? Was ist denn jetzt hier los, ey? Hat er da mal Ruhe gehabt von euch?
Ach man, ey, du Drecksbaum, ey! Nix gewonnen diesmal im Grand. Das ist nichts gewonnen. War eh schwierig, das ist 5000 Kurven, ey, was soll denn das? Das hat nichts mit dem Grand zu tun. Naja. Ist okay. Ist okay. Zeit für etwas erfrischend Neues. So, was wir jetzt noch machen? Wir werden noch ein Auto für den Customize-Wettbewerb einrichten. Da ist es im Augenblick immer am besten, ne? Du magst irgendwas. Crazy. 20. Mhm. 15. Okay. Das heißt, wir richten unseren Wagen mal her. Umso besser, umso schriller, umso ausgefallener ist es sein. Das ist mittlerweile die Erfahrung, was ich gemacht habe. Das heißt, wir brauchen da. Die Felgen sind schon drauf. Wir machen Bumblebee, machen wir später wieder zurück, das ist ganz klar. Tuning-Teile. Umso fancier das Ganze ist, umso besser ist es ja. Mit Flaps. Mag die Flaps nicht. Warum ich das nicht ändern kann, das verstehe ich nicht. Du willst dein Auto von weiter weg anschauen und kannst es dir nicht anschauen, weil
ermordest dir das nicht zumindest. Warum spielen? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, sowas. Ich nicht. Die B. Weißt du, wenn du da den Kotflügel einfach nur ändern könntest, dir da. Weiß. So, jetzt hat der Wagen ein bisschen was gekostet. Ist aber völlig egal. Weil jetzt kann man ihn sagen, ja, könnte man noch ein paar Verzierungen machen. Ich habe hier keine Ahnung. Da bin ich echt kreativlos. Das muss ich wirklich sagen, weil. Lieber Chat, was schaut? Das ist ja. Habe ich auch kein Auge dafür. Allerersten würde ich sagen, sowas und gelb. Kann ich das nicht größer ziehen? Ich will die Farbe nennen, ich will die Größe anpassen. Kann ich das duplizieren? Jetzt ganz ehrlich, das ist doch. Alter, zu jedes Ex. Also. Wirklich, liebe Chat, ohne Scheiß. Stempeln kannst du es. Gruppe erstellen. Aktivieren. Warum kann ich das sowas nicht auf die andere Seite projizieren? Warum? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ey, lieber Chat. Das war falsch. Das war falsch. Löschen.
Nein! Also, warum? Also, ich verstehe es nicht. Er bleibt der. Das Spiel will mich doch verarschen. Mal wegen was probiert. Gott. Nein. Ehrlich, da lobe ich mir echt Gran Turismo, was schon, wo man sich mit so einem Käse nicht rumplagen muss, beziehungsweise anders. Ach, Akira, sei doch einfach ruhig. Kein einfach ruhig sein. Oh. Erfrischend Neues. Ja, erfrischend Neues. Ich weiß. So, ich will anmelden. Ich will dieses Fahrzeug anmelden. Jo, anmelden. Ja, will ich. Möchte ich fortfahren. So, dann stimmen wir nochmal ab. Sehr gut. Ja, Reifen im Boden verschwinden. Kann man so machen. Muss man nicht. So. So, dann haben wir das noch angemeldet. Eine neue Playlist bedeutet neue Abenteuer. Liebe Freunde, wir wechseln mal schnell auf unseren. Auf unseren Danke-Bildschirm, auf die Endszene quasi. Und dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke an Kaisi für die Tipps.
Danke auch an Matt Wischner und auch an Stormtrooper und natürlich Steve. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Weiter geht's. Vielleicht morgen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin morgen erst beim Krankenhaus und dann schauen wir mal. Ne? In diesem Sinne. Tausend. Bis denn. Jetzt gucken wir mal, wer noch online ist. Ob wir überhaupt online haben. Nö, wir können offline. Ja? Also wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.